Unser Buch möchte einladen, die Räume, die uns geschenkt sind, auch wahrzunehmen, vom Kopf und vom Herzen her. Wir freuen uns, dass wir nach unserem ersten Band Haltestellen für die Seele Ihnen nun einen Einblick geben können in unser zweites gemeinsames Buch, das im Herder Verlag erschienen ist, Freie Räume für mehr Leben. In Anbetracht dessen, dass viele Räume in letzter Zeit sehr eingeschränkt waren, war es ein Impuls, das Buch Freie Räume für mehr Leben zu nennen. Freie Räume nicht nur äußerlich, sondern auch, dass innerlich freie Räume entstehen, dass wir zu einer innerlichen Weite kommen, und dazu soll das Buch auch Anregungen geben. Unser Leben ist nur dann erfüllt, wenn es auch für andere zu einem Geschenk wird. Wer nur sich selbst lebt, den eigenen Wünschen, den eigenen Bedürfnissen, dem eigenen Egoismus, der bringt nicht Segen und Frucht, sondern bleibt unergiebig, wird gleichsam zum ungenießbaren Stein, statt zum Brot, das nährt. Sich beschenkt wissen heißt, selbst zu einem Geschenk werden. Bei beiden Bänden, die wir jetzt veröffentlicht haben, ist uns das Zusammenspiel zwischen Text und Bild immer sehr wichtig. Es ist ein dialogisches Geschehen und man weiß im Endeffekt jetzt nicht, was beeinflusst hat. Aber dieses Zusammenspiel, das ist eigentlich wichtig, und ich kriege oft Anregungen wieder durch ein Bild, und die Texte geben wiederum Anregungen, ein Bild herauszusuchen, aber es ist wirklich ein dialogisches Geschehen, und das ist auch das Anliegen des Buches, dass das Bild nochmal etwas verinnerlicht, was eigentlich im Text zum Ausdruck kommt und damit auch mehr unter die Haut geht. Im ersten Kapitel des Buches ist es so, den Überblick zu behalten. Das ist das, was ich selber tun kann, mehr Räume auch schaffen. Und im letzten Kapitel, das ist so schön überschrieben, auch die Weite des Himmels taucht unseren Alltag in ein anderes Licht. Das ist das, was unverhofft mir geschenkt wird, wo sich Räume auftun, was ich nicht machen kann, was mir geschenkt wird.